Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei einer neuen Folge von Twopico 6. So, und wir wollen uns heute mal ein bisschen darum kümmern, dass die Häuser alle mal modernisiert werden, beziehungsweise ein bisschen Strom kriegen. Und ich habe da mal was Interessantes gesehen. Pass auf, ich gehe mal ganz kurz in den Pausemodus. Und zwar gucken wir uns mal hier ein Landhaus an, ja? Das Landhaus, das zu modernisieren, würde ja quasi das Haus bedeuten, ja? Wie auch hier steht, dieses Gebäude zu einem Haus verbessern. So, alles modernisieren. Das war eigentlich in der Beta mal so gewesen. Ich glaube, das ist aktuell nur ein kleiner Bug, dass alle Landhäuser zu Häusern modernisiert werden. So wie es quasi, guck mal hier, 19.465. Wenn ich jetzt alle Landhäuser modernisieren möchte, einzeln, komme ich auf dieselbe Summe. Ja? Also denke ich mal, das wird einfach nur ein Bug sein, weil wenn ich jetzt hier STRG drücke, steht in 272.000. Das kommt mir alles sehr, sehr spanisch vor. Darum würde ich einfach sagen, ich versuche einfach dieses zu modernisieren. Zack. Und jetzt müssten rein theoretisch alle Landhäuser. Guck mal, jetzt klappt es auch. Jetzt klappt es auch. Ich mach mal Play. Ja. Jetzt sieht es tausendmal besser aus. Ich glaube, jetzt haben wir alle dadurch rausgeschmissen, oder? 9 Obdachlose. Wir haben Arbeitslose. 21 Stück, ja. Echt. Wahnsinn. Die Genossen sind rastlos, Präsidente. Sie haben schon seit Tagen nicht mehr zusammengearbeitet. Alles klar, die Forderung von den Kommunisten, wir sollen ein Transportbüro bauen. Und das werden wir auch tun. So, sind die jetzt schon alle fertig? Ja. Guck mal, die ganzen Häuser sind jetzt alle schon fertig. Und jetzt würde ich nämlich alle sagen, komm, wir modernisieren das Ganze nochmal. Also, die Elektrifizierung. Dann kann ich gleich automatisch auch nochmal gucken. Ja, hier ist alles fertig, okay. Und wir hatten doch ein Haus gebaut. Hatten wir nicht schon irgendwo ein Luxushaus gebaut gehabt? Jetzt muss ich nur gucken, wo habe ich denn das hingepackt? Eine Luxusvilla habe ich. Da ist sie doch. Okay, hat sie automatisch, ja? Gut. So, dann können wir jetzt Play machen. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr. Aber wir haben jetzt eigentlich alles modernisiert. Wie viel Strom haben wir noch? 228. Sehr, sehr gut. Obdachlose Familien. Arm, gut situiert und reich. Okay. Die Politik möchte wieder irgendetwas haben. Die geht mir irgendwie auf den Zunder. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Menge an belegten Wohnungen. Hier oben ist noch Luft. Hier unten würde ich sagen, ist auch noch Luft. Hier ist auch noch Luft. Hier wurde eins noch gar nicht. Was ist da los? Ist ja noch ein Landhaus. Warum das? Ach, es sind immer noch Viere. Wahrscheinlich, weil wir uns nicht leisten können. Kann das sein? Kann das sein? Weil wir gerade kein Geld haben? Okay. Da haben wir auch noch eins. Aha. Na gut. Passen hier eigentlich mehr rein? Hier haben wir 6 Leute. Hier haben wir 4. Ja, passen definitiv mehr rein. Das sollten wir auch schon machen, ja. Und ich glaube, hier müssten wir auch nochmal ein paar Häuser hinbauen. Oder hier unten. Das war ja... Stimmt, da war hier unten unser Plan. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Okay, Herr Burger. Okay. So, machen wir weiter. Wir sollen noch einen Transport... wir haben kein Geld. Wolle soll man liefern. Bildung. Glaubenszufriedenheit. Die Operation ist wieder auf Kurs. Auftrag abgeschlossen. Wintersoldaten. Jawohl, die Operation ist wieder auf Kurs. Okay, das habe ich gerade gesagt. Erstatte Bericht. Der Einheit geht es gut. Signalstärke 5 von 5. Wir haben 9 mm Kaliber 12. Maßstab H0. Etwas zerkleinertes Salbei. Und sind dabei und sind bereit zum Angriff. Das war's. Ja. Damit sollten wir jetzt eigentlich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ein Gebäude haben. Wenn wir Geld hätten. Das ist die Voraussetzung. Wenn wir Geld hätten. Wann kommt denn die nächste Lieferung? In einem Monat. Primo 25.000. Das ist ein bisschen wenig. Guck mal, da kommt doch schon. Aber Transportbüro bringt immer noch hier runter. Volle Kanne. So wie ich das hier sehe. Komm, bringt mal ein bisschen schneller runter. Dann kriegen wir noch mehr Geld. Guck mal, 29k. 31k. Nice. Das gefällt mir. Was verkauft man derzeit? Bananen, Zucker, Milch, Fleisch. Fleisch brauche ich mal so wenig. Leder. Aha. Und ein Transportbüro soll man nochmal bauen. Das könnte man rein theoretisch hinten irgendwo hinpacken.
Die Alliierten haben gerade Entwicklungshilfe geschickt. Sehr, sehr nice. Wir haben Geld. So, alle Kinder erhalten automatisch einen Highschool-Abschluss. Erhöht alle Touristenindexe. Okay. Wollte ich ja eigentlich hier unten hinpacken, ja? Ich bin da auch noch nicht von abgeneigt. Oder? Ich will ja auch ein bisschen was meinen... Ach, hier nicht. Hier ist Umweltverschmutzung. Hier habe ich da relativ wenig Bock drauf. Pass auf, im Notfall könnten wir es auch immer noch mal umsetzen. So, pass auf, jetzt kommt das ja angeflogen. Jetzt will ich das aber auch gerne sehen, wenn es angeflogen kommt. Und vielleicht kriegen wir noch ein wunderschönes Bild hin. Nice. Sehr, sehr nice. Oh, wir haben jetzt sogar die, die Gebildeten. So, wir haben jetzt den Samarkand. Registan von Samarkand. Aha. Oh, Präsident. Eure politischen Manöver sind legendär. Entschuldigt mich. Ich werde ein paar Notizen machen. Dankeschön. Danke, danke, danke. Okay, das sieht schon echt cool aus. Das sieht schon echt mega cool aus, was wir hier haben. Das gefällt mir mega gut. So, pass auf, dann machen wir mal schnell ein paar Aufgaben noch weiter. Guck mal, 42 von 48, das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Das könnte man echt eventuell diesmal schaffen. Pass auf, das packe ich sogar hier hin, das Ding. Aus diesem Grund, weil der kann nämlich hier noch ein bisschen schneller transportiert werden. Nach einem öffentlichen Platz mit traditionellen Koranschulen vernommen. Eure ja. Gebete werden nicht vergebens gewesen sein. Nein. So, pass auf, dann. Baracken. Baracken, Baracken. Wir wollen hier ein paar Wohnungen erstellen. Zack. Straße. Das geht nicht, ne? Machen wir so. Okay, machen wir das so. Und Häuser, 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 Häuser. Da passt keins mehr hin, okay. Dann nehmen wir hier so ein Haus noch. Klack, klack. Kein Geld mehr, okay. Gut, haben wir wieder unser ganzes Geld ausgegeben. Und das in Windeseile sogar. Aber das ist cool, dass die Kinder jetzt... alle Kinder erhalten automatisch einen Highschool-Abschluss. Das finde ich echt cool. Das finde ich jetzt echt mega geil. Theoretisch bräuchte man doch gar keine Universität mehr oder Highschool mehr, oder? Rein theoretisch? So, obdachlos sind immer noch 7 Stück. Arm, gut situiert und reich. Okay, gut, wir bauen ja gerade was. Arbeitslos immer noch. Verbrecher, wir haben sogar 2 Verbrecher-Bosse. Hier schon alles voll. Besitzen wir eigentlich eine zweite Polizei ja hier oben, ja? Oh, zweite Schicht. Haben wir das bei der hier eigentlich schon mal gemacht? Könnte man so machen, haben wir sogar wieder Arbeitsplätze. Sehr, sehr nice. Okay, 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 okay. Strom haben wir noch. Oh, was kam da? Unsere Genossen freuen sich über Ihre Unterstützung, Präsidentin. Ja. Und wir alle jubeln natürlich gleichermaßen. Na, aber sicher, wir sind alle gleich. Wie sieht's denn aus? Kommunisten sind wir komplett voll. Militaristen, ja. Religiöse sieht sehr, sehr gut aus. Warte mal, ich wollte doch irgendwas noch gucken. Irgendwas wollte ich gucken. Ich weiß es gerade nicht mehr so richtig. Machen wir aktuell noch Überfälle? Ja. Gut. Das läuft noch. Wie sieht denn unsere Forschung aus? Okay, das kann weiterlaufen. Da bin ich auch mit zufrieden.
Weißt du, hinter den Schafen, die Schweine, hier sind die Schweine, ist ja mal schön, dieses Teil hier, das gefällt mir echt gut. Wir können die steinernen Riesenköpfe nur mit Hilfe von unzähligen Baumstämmen oder eines Doppelrotor-Helikopters bewegen, den wir noch nicht erfunden haben. Okay. Gut, stimmt, wir haben ja gleich das zweite Weltwunder in Auftrag gegeben. Und zwar die Stonehenge müsste das sein. Dafür sollen wir jetzt Baumstämme zur Kommandogarnison liefern. 3333. Was ist hier los? Ah, ich kann das schon wieder nicht loben, ich habe schon wieder kein Geld. Wann kommt ein Geld? Da. Dann kann ich euch mal loben. Hier. Loben, geht nicht. Habe ich wahrscheinlich erst gemacht, kann das sein? Sag mal, wie sehen eigentlich unsere Handelsrouten aus? Bananen sieht schon ganz ordentlich aus. Fleisch auch. Felle, naja. Und hier haben wir nochmal Bananen. Warum verkaufen wir zweimal Bananen? Was sind wir denn für Schlingel? gut. Dann hätten wir das. Mensch, ich wollte irgendwas machen. Was waren das gewesen? Hier unten könnte man noch ein paar Häuser weiterbauen. So viel wie jedenfalls Platz ist. Okay, weiter geht nicht, ne? Okay. Wie sieht's aus arbeitstechnisch? Achso, Polizei. Offene Stellen. So. Hatten wir dreimal Polizei gehabt? Haben wir hier oben eventuell auch nochmal Polizei gehabt? Ah. La da 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 da. Obdachlos sind immer noch 6. Ich gucke mal ganz kurz. Hier oben auf keinen Fall, ja? Hier oben auf keinen Fall. Hier ist alles sehr dolle belegt. Hier ist auch noch sehr belegt. Wollen wir eventuell hier auch noch mal ein paar Baracken hinbauen? Und Häuser. Ich will ungern hier was hinbauen an Häuser. Ich hoffe, dass die alle hier runterziehen können. Das ist so meine größte Hoffnung, die ich gerade habe. Und hier müssen wir auch noch mal was machen. Wie viel Geld haben wir denn aktuell? Ich würde gerne noch eine Universität bauen. Gut, ich brauche wieder Geld. Wann kommt der nächste? 42.000 in 2 Monaten. Okay. Pass mal auf, ich werde mal die Kirsche, werde ich noch ein bisschen höher pushen. Ich will das echt schaffen diesmal. So. Ich habe mal das Budget erhöht. Guck mal, jetzt sind wir schon... 3 Punkte fehlen uns noch. 4. Okay. Das ist 3. Okay. Das ist hier ein Zwiespalt. Kann das sein? Ich gucke mal einmal nach. Gesamtzufriedenheit. Was? Obdachlose Bürger? 28? Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Wie sieht denn der Glaube aus? Ja, sieht schon echt gut aus. Warum haben wir... warum haben wir jetzt so viele... Hier steht 7. Na? Hier steht 28. 7 passt aber, glaube ich, eher. Hier mache ich mal Stapel zu höher. Und der Broker hat wieder irgendwas für uns. Dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Oh, guck mal, den Ruf bei Kapitalisten, den nehmen wir mal mit. Weil die mögen uns ja sowieso schon nicht so dolle. Da können wir ruhig mal den Ruf von den Kapitalisten auch mitnehmen, ja? So, da kommt der Frachter mit dem Geld. So, die Handelsroute, Baumstämme liefern, das. Bündnis mit einer Supermacht, das will ich jetzt noch gar nicht haben. Da warte ich noch einen kleinen Tucken. So. Mittellos. Wo ist denn der Mittellose? Folgen. Hier mittendrin.
weiter Play machen. Pass mal auf, den machen wir. Dann machen wir hier auch nochmal einmal Mitte los. Zack. Oh, oh, 59.000 haben wir gerade bekommen. Heilige Macaroni. Zucker. Mais, glaube ich, komplett, ja. Bananen. Ich würde jetzt so langsam gerne mal auf Tabak gehen, weil ich würde auch gerne Tabak abbauen. Plantagen, Tabak. Wie sieht's denn aus? Hier oben ist die einzige Stelle, die echt so gut ist, ja? Ja, was soll ich machen? Hier oben ist die Tabakstelle. La 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 la. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich am besten hier bauen möchte. Vor allen Dingen die ganzen Bäume müssen sowieso weg. Scheiß auf die Bäume. Die müssen hier echt weg. Ich glaube, ich müsste so anfangen und dann nach oben und unten bauen. Na, machen wir das so. Dann lassen wir wieder zwei frei. Ziehen die Straße erstmal. Ziehen wir mal komplett durch, würde ich sagen. Wenn ich hier mal was sehen würde. Verdammte Hacke. Militärgebäude. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie groß ist denn das? Wenn ich jetzt hier nochmal eins vorsetze. Oh, da hat sich sogar eine Hütte breit gemacht. Okay, dann kann ich hier die Straße wirklich so lassen, ja? Mitte los. Ich hab doch hier Stapel sie höher gemacht. Was soll denn der Kack? Wollen die mich verarschen? La la la. So, und nochmal Kasernen sollen ja auch nochmal hin. Zwei Stück sollte erstmal reichen. Passt hier noch ganz bequem hin, ja. Super. Straßenverbindung. Einmal. Zweimal. Dreimal. Kurve ist zu scharf, wird mir gerade gesagt. Aha, dann machen wir halt so rum. Ist mir auch egal. Bergwerke. Ich habe gerade nämlich nicht drauf geachtet. Haben wir irgendwas überdeckt? Nein. Gut. Das hier müssen wir uns aufheben. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Häuser. Also, oder Baracken erstmal. Jetzt habe ich das Falsche angeklickt gerade. Es tut mir außerordentlich leid. Häuser. Ja, falls da doch den einen oder anderen Reichen geben sollte. So. Gut, Achso, wir haben kein Geld. Ich mache mir Gedanken über Ihre Beichte, Präsidente. Es könnte wohl einige Zeit dauern, all Ihre Sünden aufzuzählen. Was? Das glaube ich nicht. Wir sollen einen Minister, also einen Innenminister einstellen, der von den Religiösen ist. Einen Innenminister. Wie haben wir denn da überhaupt? Erhöht die Arbeitsqualität um 2. Und was machst du? Rebellen und Kriminelle haben eine Chance von 10%. Ihre Rolle bei jedem Besuch einer Kapelle. Okay. Minister ersetzen. Jawohl. Eine gute Tat, Präsidente. Jawohl. So, damit ist die Glaubenszufriedenheit. Ey, wir sind einen Punkt davor. Das wäre ein Highlight. Das wäre das allererste Mal, dass wir das schaffen würden. Dieses Versprechen halten. Da blicke ich bald noch gar nicht durch, dass wir das überhaupt hinkriegen. Nee, ehrlich jetzt. Achso, kein Geld. Ich wollte gucken, ob ich hier noch was hinbauen kann, aber ich glaube, da ist denn die Effizienz einfach echt sehr, sehr schlecht. Rebellenbedrohung niedrig.
Ja gut, da weiß ich sowieso nicht, wie sieht es denn überhaupt aus mit der... Bekannte Rebellen, Rebellenanführer. Nee. Da sind wir, glaube ich, gut raus aus der ganzen Sache. Arbeitslos sind es 9. Freie Arbeitsplätze haben wir noch 4. Zollamt. Theater. Fischereihafen. Okay. Ich glaube, ich sollte echt mal was ein bisschen in Bildung machen. Kann das sein? Ich glaube, ich sollte echt mal ein bisschen noch in Bildung gehen. Wir haben zwar eine Universität. Theoretisch müsste die jetzt immer Lehrer werden, weil jedes Kind hat er jetzt allgemein. Durch dieses Wunder, durch dieses Weltwunder, den Highschool-Abschluss. Okay, wir müssen auf jeden Fall einmal jetzt wieder warten wegen Geld. 19.000. Na, wir haben ganz schön ausgegeben, muss ich sagen. Wir haben echt gut ausgegeben. So, Strömlinger. Okay, ich wollte nicht darüber. Wie haben wir noch? 228. Unverändert gut. Oh, wir haben unser Versprechen gehalten. Nice. Das Fundament des Friedens, Press. Internationaler Handel. Man gibt ein wenig, man nimmt ein wenig. Aha. Importhandelsroute mit Nicht-Supermacht erfüllen. Können wir ja mal annehmen. Nicht genügend Geld. Okay, dann warten wir jetzt, bis wir Geld kriegen. Wie viel kriegen wir hier? 38.000? Ist jetzt nicht der Wahnsinn. Nee, wir sollten mal wieder ein bisschen auf unser Geld achten. Und er hier hat gerade keine Baumstämme, weil die Baumstämme gerade hier alle hingeliefert werden. Ist auch ein kleiner Nachteil gerade. Na gut. Muss ich aber erstmal mit leben. Wo haben wir jetzt das ganze Geld her? Ich dachte 58k? Okay, wir haben gerade die Bananen fertig bekommen. Wir haben aktuell noch Bananen, Fleisch und Felle. Bananen, Fleisch und Felle. Und wir sollen ja mal eine Nicht-Supermacht-Route fahren. Ja, aber wer anders will ja nichts haben. Und ich will auch ehrlich gesagt nichts kaufen. Müssen wir echt was kaufen? Hier, sowas hier ist zum Beispiel wie. Was kostet ein wenig? Hier 5%. Das hier wäre zum Beispiel was. Baumwolle. Ja, machen wir jetzt einfach nur, um diesen Dings noch fertig zu kriegen. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Nehmen wir eine zufällige Blaupause. Stahlwerk. Super. Dann, jetzt würde ich gerne loben. Das sieht sehr gut aus. Dann haben wir jetzt noch aktuell 11.000. Pass auf, ich wollte ja gerne noch was in der Bildung tun, ja? Und zwar eine Universität. Die wollte ich sogar hier hinsetzen, wenn ich es hätte können sollte. Kann ich aber leider nicht. rein theoretisch wäre es hier möglich. Wollen wir die hier hinsetzen? Machen wir hier den Cut. Ja, bauen wir hier die Dings hin. Ein Feuer wütet. Arbeitslos werden echt immer mehr. Das ist doof. Da ist das Feuer. Feuerwehr haben wir aber da. So, hier wird gebaut. Hier wird gemacht. Hier wird getan. So, warte mal, wenn wir da hier oben jetzt den Tabak ohne Ende anbauen, brauchen wir natürlich noch ein bisschen Industrie, die wir uns jetzt aber wieder einmal nicht leisten können. Okay, wir haben also ein kleines Geldproblem. Aber nicht lange, hoffe ich. Nicht lange. Wie voll sind denn die eigentlich? Es geht eigentlich. Es hält sich in Grenzen. Pass mal auf, ich gucke mal ganz kurz. Ah, ist doof, weil wir uns gerade nichts leisten können, kann ich auch gerade nichts anwählen. Dann gucke ich mal ganz kurz einmal nach. Gesamtzufriedenheit 51. Spaß ist das Schlechteste mit 40. Alter, wie gut sind wir denn gerade?
So, ich muss aber die Folge schon wieder beenden. Die ist schon wieder ziemlich lang. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und bis dahin, hauen Sie rein und Tschüssikowski. Tschüss. Grüße von Ihrer noch nicht feindseligen Nachbarnation. Präsidenten auf Lebenszeit. Viva Tropico!